Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit unseren Umbauten. Ah, der Stausee. Jedes Mal, wenn ich das sehe, geht mein Herz doch auf. Weil, ja, was haben wir nicht gelitten, um dieses Ding überhaupt erst zu bauen? Und jetzt steht's und es funktioniert. Ist doch eine wahre Freude. Ja, wir können sogar unten drunter schauen. Was ist denn hier los? Risse im Stein? Naja, das werden wohl eher Grafikfehler sein. Egal, wir machen weiter. Warum dreht sich dieses Rad nicht? Warum dreht sich dieses Rad nicht? Weil wir hier keinen Wasserfluss haben. Oh, weil... Oh, das dreht sich auch nicht. Aber warum nicht? Ah, das kann ja nur daran liegen, dass wir hier vor einer Kante stehen. Und das Wasser hier auch nicht gut fließt. Ah, dann ist das Flussbegradigungsprojekt gerade noch eine Stufe wichtiger geworden. Damit wir hier eine schöne... Oh, dann müssen wir mal das ganze Zeug da wegsprengen. Dann wird es schon ein bisschen... Jetzt dreht sich das zumindest wieder. Jetzt dreht sich das auch wieder. Okay, wir könnten hier die Schleuse verbreitern wieder. Eigentlich wollte ich das ja nicht. Aber dann haben wir hier wieder besseren Durchfluss zu den Seiten. Jetzt wird das Wasser hier weniger, dann geht es da mal nicht weiter. Fließt das erst wieder voll und dann fließt es wieder über. Aber das ist alles okay, weil unser Bereich hier, da wo wir Wasser haben wollen, da ist Wasser. Und das haben wir erreicht. So, Rückfluss vom Wasser im Kanal. Da war noch was, irgendwie passte da noch was nicht. Wo habe ich denn jetzt nochmal die Schleuse hingebaut? Die ist halt falsch platziert, glaube ich. Ah, da kommt schon die nächste Dürre in 3 Tagen. Ich gehe mal kurz die Ebenen runter, damit man es besser sehen kann. So, hier. Wasser fließt ja hier raus und hier raus. Und ja, wir haben hier diesen Überlaufschutz, aber in Wirklichkeit geht das da halt wieder weg, das Wasser. Das heißt, im Grunde müsste man das eigentlich anders machen. Ist nur ein bisschen schwierig, so wie wir es gebaut haben. Wegen der Antriebswelle. Man könnte jetzt die Antriebswelle an einer Stelle, zum Beispiel hier, drüber herlegen. Dann kann man unten entsprechend stauen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir lassen das einfach so, in dem Wissen, dass wir jetzt genug Wasser haben für die Dürreperioden, wo wir den Fluss halt dauerhaft aufrechterhalten können. Das würde ich sagen, ist eher unser Ziel. Und naja, wie gesagt, dieser Damm hier, der ist eigentlich an der Stelle total überflüssig, deswegen lösche ich den jetzt auch. Der bringt da nämlich gar nichts. Ich würde dann aber, glaube ich, gerne eine Brücke da bauen, also sprich eine Plattform. Gut, okay. Ah, hier wird gerade der Sprengstoff ausgelegt. Das ist wunderbar. Da von oben. Gut, da warten wir da einfach mal weiter ab. Und dann ist das hier das eine Projekt. Das zweite, was ich gerne angehen möchte. Oh ja, genau hier. Da haben wir auch schon den Sprengstoff liegen. Das ist gut, das machen wir mal direkt. Dann können wir nämlich hier noch ein paar Blaubeerfelder anlegen. Aber grundsätzlich, was das Essen angeht, möchte ich nochmal aktiv werden. Denn wir haben ja momentan nur 2 Arten von Essen. Wir haben Karotten. Also wir haben Blaubeeren und Karotten. Und die dritte ist die Grillkartoffel. So, es gibt ja aber noch den Weizen, also sprich mit Brot können wir noch die dritte, nee, die vierte Nahrungskategorie reinbringen. Und das würde ich gerne machen. So, Baumstämme sieht im Moment auch gut aus. Und jetzt brauchen wir eine Ackerbaufläche für Weizen. Und tatsächlich würde ich das gerne so machen, dass ich irgendwo einen Kanal verlängere und eine neue Anbaufläche schaffe. Ich glaube, oder wir machen einfach das Ganze hier für Weizen. Ja, oder auch nicht. Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Wir könnten natürlich auch gucken, dass wir hier einen Kanal reinlegen und hier Weizen machen. Das wäre halt auch schön nah an den Wohnungen. Und ich glaube, dass das auch gar keine schlechte Idee ist. So, Frage ist, wie machen wir den Kanal? Dazu müssten wir, glaube ich, den Schredder einmal abreißen. Was kostet der Schredder neu? 50, 20, oh, 30 Altmetall. Das ist natürlich dann schon nicht ganz so toll.
Dann vielleicht lieber diesen Weg und einfach eine... Oder halt hier lang. Das geht natürlich auch. Wir haben ja hier eh schon den Kanal. Zack. Dann ziehen wir den hier so zicke-zacke einmal durch. Und dann kommen wir da oben hin. Ich glaube, so machen wir es. So. Jetzt dann mal eben nachdenken. Ja. Wir müssen die Wege ja aufrechterhalten. Moment. So, jetzt muss ich pausieren. Ich muss das mal eben löschen. Muss ein Distriktor setzen. Dann kann ich das löschen. Und dann können wir hier mal kurz einen Umweg bauen. Dadurch können wir nämlich das löschen. Und da einen Sprengstoff hinlegen. Dann können wir das wieder drüber her verlegen. Und dann können wir weiterbauen. Dann haben wir nämlich die Verbindung hier zum Distrikt, zum anderen Distrikt nicht unterbrochen. Das ist im Moment wichtig. Also Sprengstoff. Und warten. Dann können wir schauen, wie weit der Sprengstoff hier auf dieser Flussseite ist. Ja, da dauert es noch ein bisschen. Drei Sprengstöffchen müssen noch ausgesetzt werden. Dann gibt es hier den nächsten großen Knall. Wie sieht das Wasser aus? 2000 Einheiten. Aber da ist noch viel Kapazität. Die Vermutung war, dass wir zu wenig Träger haben, die Wasser transportieren. Da gehen wir mal kurz auf die Schlepperposten. Wie viele Arbeitslose haben wir? Drei. Das heißt, wir können hier ja einfach mal noch zwei einstellen. Also drei in diesem Bezirk, ne? In den anderen Bezirken mögen auch noch weitere Arbeitslose sein. Hier zum Beispiel sind 8 arbeitslos. Die könnten wir in den anderen Bezirk schicken. Haben wir denn noch Häuser frei? Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Denn wie wir ja schon gelernt haben, sind die Biber ja fleißig am Vermehren. Und ja, keiner ist obdachlos, aber wir haben auch keine Hütte mehr frei hier. Also alles gut. Ja, einen Platz hätten wir in der Doppelhütte noch frei. Nee. So, Eierforschung. Genau. Nächster Punkt, die Forschung. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Forschungspunkte und bin auch schon drauf angesprochen. Ich würde jetzt einfach mal alles freischalten. Metallplattform. Dann hier die Hängebrücke mit 5 Feldern. Dann die Hängebrücke mit 6 Feldern. Jetzt haben wir schon nur noch 6000 Punkte, also von wegen. Wir haben ja alles. Das hier kostet auch nochmal 1000 Punkte. Das unterirdische Lagerhaus. So, hier haben wir alles. Da fehlt uns noch die Tiefenmarkierung. Die kosten 150. Brauchen wir im Moment aber nicht. Hier ist noch die Druckerpresse. Kostet auch nochmal 400 Punkte. Hier haben wir alles. Da kommt nochmal die große Windmühle. Die kostet 1400 Punkte. Da haben wir alles, da haben wir alles. Da, oh, hier wird es teuer jetzt, glaube ich. So. Das sind die Dächer, die man oben auf diese Behausung setzen kann. Und jetzt haben wir schon nur noch 3000 Punkte knapp. So, jetzt sind noch 1500 Punkte da und wir müssen noch freischalten. 1000, 3000 und 12000 Punkte. Das nur mal so nebenbei. Ne? Also, wir schalten das frei und das war's. Jetzt brauchen wir noch 15000 Forschungspunkte, also nochmal 10000. Ne, das sind ja nur 500. Also, wir brauchen nochmal 14.500 Forschungspunkte. So viel, wie wir jetzt ausgegeben haben und ein bisschen mehr. Dann können wir alles freischalten, was freizuschalten ist. Okay, so viel dann dazu, ob wir dann wirklich so viele Forschungspunkte brauchen. Jo, weil die Monumente halt hier so richtig teuer sind. Monument der Arbeiter. Wie sieht das aus? Ach, cool. Ein Hamster, der ein Stück Baumstamm trägt. Ja, nett. Kostet 200 Holzbalken. Teuer. Hätten wir aber. Ah, noch nicht. So, erstmal die Geschwindigkeit wieder hoch. Noch 2 Tage, dann ist Dürre. Ich beende den Baumodus. Wurde halt auch gefragt, aber schon beantwortet. Warum, wenn manchmal das Wasser durchsichtig ist? Im Baumodus wird das Wasser transparent geschaltet, damit man sieht, wo man was hier gebaut hat. Und dann, wenn man aus dem Baumodus raus ist, wird es wieder ja, weniger transparent. Gut. Das auch. Dann, wie weit kommen wir denn hier eigentlich raus? Vom unserem Distrikt. Hier ist rot, das heißt, viel weiter geht es da nicht. Aber die Frage ist halt, ne, ob man hier... Ne, wir müssen gar nicht. Wir könnten jetzt halt noch eine Ebene höher bauen auf dieser Seite. Das wäre überall noch abgedeckelt. Da inklusive, dann müssten wir halt hier nochmal ein bisschen bauen, da noch ein bisschen bauen.
und halt hier oben nochmal den Kranz draufsetzen. Dann haben wir aber noch mehr Wasser, was zurückgestaut ist. Vielleicht für die Zukunft. Erstmal ist es, denke ich, so gut. Was wir jetzt machen, ist dieses Haus mal wieder freigeben, damit sich hier auch noch ein paar Biber vermehren. Das ist alles voll, das ist voll. Da sind noch kleine Fässer. Ja, die lassen wir mal noch stehen. Oder warte mal, wir machen mal leeren Räumen. 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 Dann wird das in die großen gepackt. Und dann reißen wir die ab, dann können wir da Deko reinsetzen oder so. Da ist auch noch eins. Wird auch geräumt. Und wenn wir dann schon dabei sind, räumen wir das auch. Und das auch. So, machen wir alle kleinen in dem Farmlands-Bezirk schon mal weg. So, ist denn der Sprengstoff jetzt da? Sprengstoff ist fast da. Einer fehlt noch. Ist die Frage, ob da jemand dran kommt. Ich werde einfach mal sprengen, dann kommt man auf jeden Fall an den letzten dran. Muss einer hinschwimmen. Ja, jetzt kommt nämlich einer dran. Ist auch vorher blockiert von den umliegenden Gebieten. Dann haben wir das auf jeden Fall. So, jetzt könnte hier noch ein Rad hin, aber wir haben keinen Fluss hier, deswegen muss das auch noch weiter weggesprengt werden. So, und da kommt jetzt wiederum kein anderer Biber hin. Es sei denn, wir setzen da ein Treppchen. Ein Treppchen. Eine Plattform. Und noch ein Treppchen. Was zur Hölle habe ich mir denn dabei jetzt gedacht? Wir machen es einfach so. So, wenn das gebaut ist, können wir hier oben bomben. Weil wir können natürlich von diesem Distrikt auch hier hin. Aber hier, sage ich mal, wird ja mehr produziert und ist mehr vorrätig. Deswegen mache ich den Weg auch aus diesem Distrikt da hoch. Und dann lässt sich da oben bequem der Sprengstoff ausbringen. Den wir dann auch gleich anfangen zu platzieren. Und zwar erstmal so. Und da springen wir dann drei Stufen weg. Zwei Stufen. Ja, das, was an Sprengstoff in diesem Distrikt ist, wird jetzt hingebracht. Jetzt müssten auch gleich Biber aus diesem Distrikt noch kommen und was hinlegen. Ja, das läuft auf jeden Fall. Wir können da einfach warten. So, was machen wir jetzt mit dem Weizen, mit dem Kanal? Ist das hier fertig? Ja, das ist fertig und der Sprengstoff ist da. Dann sprengen wir hier einmal. Dann läuft das Wasser eh schon weiter. Jetzt können wir hier eine Plattform drauf bauen. Und einen Weg drüber her. Und wenn die Plattform gebaut ist, können wir das abreißen und da den Kanal weiterziehen. Und wir können schon auf jeden Fall den Weg hier wegnehmen und da Sprengstoff auch legen. So. Weil ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, machen wir erstmal bis da. Ich glaube, wir werden einfach hier durchs Zentrum gehen. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Kanal und hier schön viel Fläche, auf der wir dann bauen können. So, die Dürre ist da. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass das Wasser weiter fließt. Das heißt, erstmal hört es natürlich jetzt auf. Das heißt, eigentlich stauen wir jetzt, da hört es schon auf, genau. Okay. So, das heißt, das, was wir jetzt hier an Wasser haben, bleibt und verschwindet auch nicht mehr. Das ist ein Level alles. Hier bleibt das Level auch erhalten und noch fließt es ein bisschen, aber gleich ist der Strom weg. So, wenn jetzt hier alles weggepumpt ist, hier und hier und hier, dann lassen wir Wasser nachlaufen. Da müssen wir einfach ein bisschen Auge drauf halten. So, ich glaube, die sind leer, dann können wir die abreißen. Eins, zwei. So, hatten wir noch einen hier irgendwo, ne? Da. Der ist aber noch nicht leer. Und was jetzt nicht leer ist, werde ich definitiv nicht abreißen, weil Wasser in der Dürre, auch wenn wir jetzt den großen Stausee haben, da werden wir nicht verschwenderisch mit umgehen. Oh, die sind alle schon da, die Sprengstoffe. Das gehen wir mal schnell hier.
Sehr schön. So. Dann, da hier die Plattform gebaut ist, können wir das wieder abreißen. Und das. Und das. Und jetzt würde ich das Distrikttor auch wieder höher setzen. Da, wo es vorher war. Und wir können dann das letzte Stück hier wegspringen. So, und dann reißen wir Wege weiter ab. Und zwar hier. Und jetzt ist halt die Frage, gehen wir durch die Mitte? Ich denke schon. Jetzt können die nicht mehr ans Lager. Das heißt, da müssen wir mal ganz bevorzugt behandeln. Das heißt, wir legen da mal ein Sprengstiftchen hin. Geht nicht. Wir müssen das ganz abreißen. Dann ist das so. So. Da wird er schon hingebracht. Er ist schon da, aber er ist noch nicht aufgebaut. Jetzt müssen wir bis zum nächsten Tag warten. Materialien, Materialien. Jetzt gehen sie schlafen. Ernsthaft? Wieso habe ich das denn bitte gemacht? Sprengen. Plattform. Plattform. Weg. Weg. Sprengen. Sprengen. Plattform. Weg. Läuft soweit. Wasser ist gut, Nahrung ist gut. Naja, ohne Energie ist es jetzt halt schwierig mit den Kraftwerken. Wir könnten natürlich mal überlegen, ob wir jetzt große Windkrafträder aufstellen, weil wir haben sie erforscht. Und die bringen 300 PS an, das ist richtig viel. Allerdings halt nur, wenn auch Wind weht. Ne? Aber egal. So, die passen doch hervorragend hier oben hin. Ich muss nur gucken, wie wir sie dann runter zur Antriebswelle kriegen. Das würden wir dann ja am sinnvollsten an dieser Stelle machen, oder? Würden wir hier nochmal einen sprengen. Dann müssen wir noch einen sprengen. Moment, stopp. Wir hier ein T reinmachen, gehen wir in die Richtung. Dann können wir hier ums Eck gehen. Und dann gehen wir hier hoch. Machen wir so. Das heißt, den nicht. Nee, das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Naja, mal davon ausgehend, dass wir hier vielleicht Wasser reinführen wollen, machen wir einfach hier an dieser Stelle weiter. Wir müssen halt irgendwo hier unten aus dem Wasser raus, aber hier ist der Höhenunterschied zu hoch. Deswegen lege ich das von hier und dann gehen wir hier hoch. Also, lasst mich nochmal kurz schauen. Wie groß dieses Einfeld. Das heißt, wir hier weiter, hier, hier, hier. Ja, dann gehen wir da hoch und stellen die auf. Abstände.
Oh, die Abstände müssen groß sein. Was zur Hölle? Ach, ich glaube, da sind die Baumstämme im Weg, ne? Kann auch sein, dass das da der Fall war und dass das deswegen nicht geklappt hat. Deswegen löschen wir den nochmal. Wir lassen unsere Biber hier oben mal eben den ganzen Kram hier abreißen. Hier haben wir eh nichts anderes zu tun derzeit. Dann warten wir damit auch noch. Aber wir machen auf jeden Fall in diese Richtung weiter. Das heißt, wir können mehr Sprengstoff dahin legen. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt, weil so viel Sprengstoff haben wir halt nicht mehr. Ich möchte die erstmal fertig machen. Wir werden das mit der Energie werden wir in Angriff nehmen, wenn wir diese Verbindung wiederhergestellt haben. Weil wir können im Moment ja keinen neuen Sprengstoff nachproduzieren, das ist das Problem. So, wunderbar. Da läuft das Wasser. Es ist recht flach. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass hier kaum noch Wasser ist. Ja. Ist halt einfach wenig. Wir könnten jetzt nachlaufen lassen. Machen wir auf 2. Pause raus. So. Dann läuft das Wasser wieder weiter. Und wir generieren Energie. Soll erstmal reichen. Wieder hoch. Wasser steigt hier wieder. Wunderbar. So, nicht, dass es gerade wichtig ist. Ich wollte es nur demonstrieren, weil wir das ja jetzt alles können. So. Dies hätten wir. Jetzt können wir uns hier widmen. So, hier ist der Weg. Der Weg soll bleiben. Jetzt sind die Bäume auch weg. Wir können die Windräder planen. Dann machen wir sie hier hin. Und zwar so rum. 1, 2, 3 Stück. Die sind ganz schön teuer. Die kosten 20 Zahnrädchen. Also 60 brauchen wir. Haben wir aber. Papier 30 haben wir auch. 40 Bretter haben wir auch. So, alles mal 3, 4, 120 Bretter. Ja, haben wir. 369 Papier, ja, 82, aber das wird wohl schon noch mehr werden. Sollte gehen, sollte gehen. So, wird nur eine Weile dauern, bis es fertig ist. So, wir machen hier oben die Energieübertragung natürlich. Direktanschluss will heißen so und so. Und erstmal so, weil es sind 900 PS, das sollte vielleicht eine Weile reichen. So. So, dann müssen wir runter. Dann müssen wir hier runter. Und dann müssen wir hier nochmal runter, weil da möchte ich dann wieder runter. Also unterirdisch weiter. Will heißen, da brauchen wir jetzt Sprengstoff. Bis dahin. Alternativ können wir natürlich auch Energieräder aufbauen und so die Arbeitslosenhamster beschäftigen. Und wir haben ja 23 arbeitslose Hamster und die sind auch relativ günstig. Jetzt habe ich natürlich gerade Bock, das doch zu machen auch. Wo haben wir denn die meisten Arbeitslose? Wahrscheinlich hier, ne? 20 sind hier. Also hier könnte man... Ja, wisst ihr was? Die Sache mit dem Anschluss wieder, ne? Wo ist da?
Egal. Ich hatte überlegt, ob man hier eine Hochleitung legt, dass man hier den Weg drunter durchführt. Können aber auch hier oben den Weg weiterführen. Ist erstmal okay so. Obwohl, ja, ich hatte eigentlich schon einen Gedanken dahinter. Wir machen es doch. Also. Nämlich. Plattform. Energie. Da dran. Und dann. Kurz mal schauen hier. Wir müssen das Distriktzentrum möglicherweise versetzen. Habe ich aber kein Problem mit. Versetzen wir das doch einfach. Ich hoffe, dass gleich die Routen alle funktionieren. Ich weiß nicht, soll ich das wirklich machen? Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Jetzt kommen sie überall dran. Es ist natürlich jetzt eigentlich überhaupt gar kein Bergbau mehr. Ich nenne das aber trotzdem so. Jetzt mal eben gucken, ob die Routen noch da sind. Ja, okay, Bergbau. Ja, ist noch da, alles klar. Gut. So, dann bauen wir das mal alles auf. Hier kostet natürlich auch wieder richtig viel Material. Ist aber, glaube ich, alles da. Und dann haben wir hier halt so ein bisschen Arbeitslosenbeschäftigung. Und hier dann natürlich, wenn Wind da ist, die richtig dicken Brummer mit 900 PS. Das ist schon ordentlich. Das ist schon mehr, als wir hier über die Windräder, glaube ich, bringen. Wie viel bringen die denn nochmal? 100, kann das sein 180? Ja, dann wären die sechs, nicht Windräder, die sechs Wasserräder sogar etwas mehr Energie noch, aber das hier, die drei Windräder, sind schon fast genauso viel. So, da wäre schon das Erste. Jetzt müssen wir nur die Verbindung hinkriegen. Der Sprengstoff ist schon da. Wunderbar. Dann, ich muss eben gucken, dass die Biber hier rüberkommen wieder. Das heißt, wir machen mal eben eine Plattform hier hin. Ja, wir machen sie hier hin. Und hier hin. Und machen hier dann noch ein W. Hier dann noch ein. Wieso Distrikte müssen durch ein Tor gehen? Ach, das eine Distrikttor ist da hinten. Genau, wir können die Distrikte hier nicht verbinden. Ah, wie blöd. Dann soll man das leider doch so machen. So. Und dann kommt hier eine T-Antriebswelle rein. Hier geht's weiter. 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 Es ist jetzt nicht mehr super duper effizient gebaut, aber mein Gott, kommt.
Das muss jetzt erstmal einfach funktionieren. Das wäre dann halt schon toll, wenn das gelingen könnte. Aber ich glaube, uns ist der Sprengstoff jetzt auch eh ausgegangen. Ja, wir haben noch 12, aber wer weiß, wo die gerade sind, in welchem Distrikt. Moment. Sind sie in diesem Distrikt? Nein. Sind sie in diesem Distrikt? Nein, dann sind sie hier oben und da nützen uns leider im Moment gar nichts. Nee, hier sind sie auch nicht. Hä, was? Wo ist der Sprengstoff? Sie sind nicht hier? Doch, da sind sie, in dem Distrikt. Habe ich gerade übersehen. Interessant, wieso haben wir hier keine arbeitslosen Biber? Was? Wie kann das denn sein? Wir hatten doch hier gerade ganz viele Arbeitslose. Wieso ist denn jetzt keiner arbeitslos mehr hier? Nein, ich habe das Distriktzentrum abgerissen. Alle Biber sind weg. Die muss ich neu migrieren. Wir haben die nämlich jetzt hier alle. Scheibenkleister. 42 Leute sind obdachlos. Die muss ich alle wieder rüberbringen. Also migrieren. 42 Leute, also nach Bergbau. Nehmen wir 42 Erwachsene. So, dann haben wir hier keine Obdachlosen mehr und hier hoffentlich auch nicht. Nee, passt, okay. Eieiei, ja, das ist das. Wenn du das Distriktzentrum abreißt, musst du danach wieder Biber migrieren. Jetzt kann hier aber auch weitergearbeitet werden. Wunderbar. Das habe ich nicht bedacht. Gut, aber man kann nicht immer an alles denken. Oh, wir brauchen wieder Wasser hier. Wir müssen nachfüllen. Also, Schleuse runter auf 2. Oh, geht's gleich weiter hier? Komm. Weiter, 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 weiter. Und wieso steigt es nicht weiter? Schon wieder, weil hier wie blöd abgepumpt wird auch. Dann machen wir einfach 1,5. Geben hier nochmal richtig Dampf. Und dann geht es natürlich auch weiter. Plus wir haben mal wieder Energie für eine Zeit. So, und das genügt dann auch. Und wir gehen wieder hoch. Auf unsere Standardhöhe. Gut. Ja, weiter, weiter, weiter. Immer bauen, bauen, bauen. Hier sind immerhin schon mal die Planken da, die Getriebe und das Papier noch nicht. Wir liefern hier nämlich keine Getriebe hin. Deswegen können hier auch keine keine Windräder angebaut werden. Und Papier liefern wir auch nicht hier hin. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier ins Verteilzentrum gehen. Hier geht ja alles nach Dammbau, aber das ist schon, da haben wir nur noch 3 Routen frei. Hier haben wir auch nur noch 1 Route frei. Ja, komm. Also, Route hinzufügen zu Dammbau. Und zwar Getriebe. Und jetzt ist hier wahrscheinlich 100 eingestellt, standardmäßig. So viele brauchen wir nicht. Wir stellen auf, wir machen mal kleinschrittig. Wir machen mal 15. Nein, wir machen mal 20. Ach komm, wir machen 30. So, 30 Getriebe wollen wir hier haben. Und was brauchen wir noch? Papier. Papier brauchen wir pro Mühle auch. Ah ne, das waren nur 20. Also 20 Getriebe, 30 Papier. Dann nochmal Verteillimit. 20 Getriebe, 30 Papier. Und dann machen wir die schön nacheinander. So, okay. Ja, und noch einrichten die Route. Also von hier Route hinzufügen. Dahin Papier. Und los geht's. Gut. So, schau mal, da strampelt sich schon einer ab. 50 Watt.
Aber die Energie geht nirgendwo hin. Die arme Sau. Ja, läuft einfach den ganzen Tag im Hamsterrad, ohne dass was passiert. Also, dass es uns irgendwas bringt. Ich glaube, ich priorisiere mal hier kurz die beiden. Hier können wir schon mal sprengen. Und hier können wir auch sprengen. Das heißt, wir könnten schon mal die Windkrafträder hier jetzt anschließen. Das mache ich dann mal. Und hier schließen wir auch an. 1, 2. Na, und dann so, und dann haben wir es auch. Okay. So, Leute. Das soll dann das sein, was wir erreicht haben. Wenn das gebaut ist, wird die Energie hier schon mal übertragen auf die Anlagen. Das sind dann immerhin 100 PS. Ah, nee, die werden noch nicht übertragen, weil das in der Mitte hier ist noch gar nicht fertig. Das muss ja auch noch gemacht werden. Haben die hier keine Holzscheite mehr? Eigentlich sind ja genug Holzscheite da. Ich priorisiere das mal eben hier. Das und das. Und dass ich... Oh, das ist jetzt natürlich die Frage, kommen die da dran? Kommen die da noch dran? Oh, warte mal. Ich breche die nochmal ab, falls das nämlich nicht geht. Nicht, dass die jetzt hier schon anfangen, das zu bauen. Kann sein, dass wir das nochmal abreißen müssen, damit die hier dran kommen an die Getriebewellen. Aber hier steht keine rote Warnmeldung. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, aber wie gesagt, wir können ja trotzdem langsam bauen. Uns treibt ja nichts an. 2 Tage Dürre noch. Wasser sieht gut aus. Alles blau und fruchtbar. Wunderbar. So, wie viel Wasser haben wir noch? Da ist noch einiges drin. Ne? Das geht ja bis hier hin. Hier geht es auch noch ein bisschen tiefer. Also, ich denke, hier ist noch ein bisschen Luft. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ganz anders, als ich befürchtet habe. So, ist hier das Lager mit Blaubeeren voll? Kann das sein? Beeren. 154. Ja, wir könnten hier Beeren exportieren in die anderen Bereiche, aber müssen wir auch nicht. Weil hier, das wird gar nicht mehr geerntet, weil das Lager voll ist. Ja, dann ist das voll. Ist okay. So, haben wir denn inzwischen hier schon was dran? Noch nichts. Noch nichts. Noch nichts. Machen wir mal die erste zuerst fertig. Hier hohe Prio. Und dann setzen wir die tatsächlich mal runter von der Prio. So. Und da kommt keiner mehr hin übrigens. Naja, und hier kommt auch keiner hin. Und da, das heißt, wir müssen noch Zugänge schaffen. Ein Treppchen. Hier hin. Dann kann hier gearbeitet werden. Und damit die noch abgerissen werden, aber die müssen auch nicht abgerissen werden. Das brechen wir einfach ab. Okay. Gut, Leute. Das soll's. Ja, es kann gebaut werden hier. Es hat schon geklappt. Der erste ist schon fertig. Also kein Problem. Ich würde sagen, für diese Folge reicht's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.